Yes, ich hab Hastska, kann Let und Traute X27 Semikolon es dann zu ihrem Image helfen? Yes, ich hab Hastska, 27, tauscht Rosen gegen Tanzschuhe. In diesem Jahr kann die amtierende Bachelorette ihre Knallerkurven bei Let's Danze zum Kreisen bringen. Als eine von 14 Kandidaten geht die TV-Schönheit ins Rennen. Ob ihre Teilnahme eine kluge Entscheidung ist? Schließlich hat die Brünette seit dem unschönen Liebesaus mit Kuppelshow-Sieger David Friedrich, 28, mit Kritikern von allen Seiten zu kämpfen. Nur 4 Monate waren Jessie und der Eskimo-Cowboy-Drummer ein Paar. Die genauen Gründe für die nicht freundschaftlich ablaufende Trennung sind bis heute unbekannt. Während allerdings Sympathien sammelt, was seine aktuelle Dschungelcamp-Preise bestätigt, erfährt die Rosenlady teilweise große Ablehnung. Schlagerstar Julian David, 28, sieht ihrer Let's Dance-Teilnahme deshalb erwartungsvoll entgegen, wie er Promiflas verrät. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus macht, ob sie wirklich ihr angeknackstes Image aufpolieren kann, denn sie ist eine total nette. Mal schauen, ob sie die Leute bei davon überzeugen kann. Der Sänger würde sich freuen, denn für ihn steht fest. Sicha trägt das Herz am rechten Fleck, nur leider hat sie unglückliche Entscheidungen getroffen. Die Chancen, dass das Reality-Sternchen punkten kann, schätzt Julian aus folgendem Grund hoch ein. Let's Dance ist super, da kann man mal eine andere Seite zeigen. Wie recht der Musiker damit hat, hat Sarah Lombardi, 25, in der 9. Staffel bewiesen. Ihre leidenschaftliche Contemporary-Darbietung zu Banks, 36, 50 Shades of Grey Hit Grazie in Love bescherte der Sängerin endlich Selbstsicherheit und die Sympathien des Publikums. Das nötige Selbstbewusstsein bringt Jessie definitiv mit, ob sie die Showzuschauer allerdings auch auf ihre Seite ziehen kann. Davon können sich die Let's Dance-Fans ab dem 9. März überzeugen. Kann Jessica Pastzka ihr Image bei Let's Dance aufpolieren? Ja, ganz bestimmt. Sie ist ja auch einfach eine Liebe. Nein, der Zug ist abgefahren. Dafür war das Trennungsdrama mit David zu krass. Ich verstehe die Frage nicht. Jessica hat doch überhaupt kein Imageproblem.